etwas anderem vermag ich nicht zu sagen. Diese widerliche Flüssigkeit vermischt sich schon bald mit den steigenden Fluten und erzeugt eine Wärme, die sich um meine Beine legt. Bei den Göttern, sind die anderen Fässer auch alle mit Blut gefüllt? Ich bringe nicht den Mut auf, meinen Verdacht zu bestätigen. Egel wird schnell zur Furcht, als ich mich umdrehe, um zu fliehen. Aber meine geschwächten Beine lassen mich im Stich und ich stürze in die rote See unter mir. Der Geruch des Todes ist überall, er droht mich zu verschlingen. Ich muss dieser Hölle entfliehen. Auf allen Vieren kriechend, wie ein Tier, halte ich Schreie zurück, damit keine Verdorbenheit in meinen Mund gelangt. Ich schwimme durch die roten Wasser vorwärts aus dem Raum in die Freiheit. Ich schiele die dunklen Korridore hinab und gehe nach Osten. Das Wasser ist mir bis zum Kinn gestiegen und schwappt mir nun gierig in Mund und Nase. Und ein Telefon klingelt hier. Du dummer Bast! Ruft Arknei. Er will sicherlich noch mehr sagen, aber der Rest seiner Beleidigung geht in den steigenden Wasser unter. Gymor weiß, treibt nass und zerfleddert auf der Wasseroberfläche. Es ist bereits zu spät für ihn. Das war nicht, wie es enden sollte. Game over! Juhu! Das ist ja wunderbar. Ich bin ersoffen im Traum. Ich habe zu lange gebraucht. Yuppie! Das ist doch mal. Mit wem habe ich angefangen? Mit dir. Okay, nochmal, ja. Diesen Traum. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Vögel werden die Schande dieser Hölle. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich circa an der Stelle bin. Oder etwas Neues kommt. Bis gleich. Ich gelange in eine große Halle, in der mich nur der Klang des Regens beruhigt. Der wassergesättigte rote Teppich seufzt unter der Last meiner Füße, während ich in die Mitte des Raumes vordringe. Mal als Hinweis, man muss nur nach Norden und Osten gehen, also immer nach Nordosten. Ich habe das nachgeguckt, weil da komme ich jetzt, wäre ich so leicht nicht drauf gekommen. Dort angekommen erblicke ich einen wunderschönen Esstisch, auf dem sich sowohl feinstes Porzellan und Besteck als auch die Überreste eines fantastischen Festmahls befinden. Als sich meine Augen weiter anpassen, sehe ich zahlreiche Stühle um den Tisch verteilt, in jedem von ihnen ein Abendmahlgast. Ich registriere eine Bewegung und nähere mich dem Stuhl am Kopf des Tisches, aber als mir die Wahrheit der ganzen Sache dämmert, springe ich vor Grauen zurück. Der Gastgeber des Festmahls ist eine Leiche, genau wie seine geladenen Gäste. Eine Armee von widerlichen, zappelnden Insekten hat sich in ihren Überresten eingenistet und das ist die Bewegung, die ich sah. Dieses einst herrliche Festmahl war nun nichts weiter als eine Totenmesse für die Verdammten. Ich brauche einen Moment, um meine zitternden Hände wieder zu beruhigen und entferne mich dann langsam vom Tisch. Verzweifelt bemüht, mich dem abscheulichen Anblick vor mir zu entziehen, landete mein Blick auf den Stühlen, auf denen die Toten platziert wurden. Ein Fehler, denn die Stühle stellen sich als grausamer als das Festmahl selbst heraus. Jeder von ihnen ist mit einer Reihe von Spitzen besetzt, die sich von der Sitzfläche über die Rückenlehne bis hinunter zu den Armen erstrecken. Das erklärt die Farbe des Teppichs unter meinen Füßen. Ich kann nur hoffen, dass die armen Gäste bereits tot waren, als das Mahl begann. Andernfalls ist es ein leichtes, sich die Todesschreie vorzustellen, die aus ihrem Münder entwichen sein müssen. Mein Verstand klammerte sich verzweifelt an die Möglichkeit, dass diese Seelen ein furchtbares Verbrechen begangen hatten, für das dies hier ihre Strafe war. In Wahrheit allerdings nehme ich an, dass sie keinerlei Verbrechen begangen haben. Für diese Unglücklichen würde es kein Morgen geben, dies war ihr letztes Abendmahl. Ich schielte die dunklen Korridore hinab und ging nach Norden. Entgegen aller Hoffnungen schaffen wir es bis zur Eingangstür. Schlagt sie ein, schreit jemand, und daher versuche ich es. Zusammen mit Arknei und Gymore Weiß werfe ich meinen Körper gegen die dicke, robuste Tür. Beim dritten Anlauf gibt sie nach und wir finden uns vor der Burg verteilt wieder. Der Sturm zieht sich zurück, die Wolken über uns sind noch immer dunkel und bedrohlich, aber im Westen kann ich einen dünnen Schimmer von Sonnenlicht erkennen, der sich langsam seinen Weg bahnt. Wie kann ich euch nur danken, schluchze ich, während sich auf meinen Wangen Tränen mit dem Regen vermischen. Ich wäre ganz sicher da drinnen gestorben. Als ich nach unten schaue, bemerke ich plötzlich, dass mein Kleid zerfetzt ist und ich versuche betreten meine nackte Haut zu bedecken.
Ihr Kleid, fragt Weiß. Dann seid ihr eine Frau, meine Dame. Ja, das bin ich. Ich schenke den beiden ein Lächeln. Ich nehme an, das kommt überraschend, wenn man bedenkt, dass ich nur in Form von Worten existiere. Ich kann sehen, dass Agner enttäuscht ist, keine weitere Beschreibung des zerfetzten Kleides zu hören, aber er versteckt es gut. Mit einem Nicken und einem Schulterzucken machen wir drei uns auf den Weg zum Erwachen. Aber hinter uns findet ein Erwachen einer anderen Art statt. Schwarzer Rauch füllt die verlassene Burg und umgibt die zahllosen verdammten Seelen im Inneren mit ihren letzten Schleier. Ein Moment später zerbersten die Fenster und die Fenster der Burg mit einem lauten Getöse. Ein frischer Wind weht durch die Gänge und die Korridore und vertreibt den Rauch ein für alle Mal. Während wir erstaunt zusehen, erwachen unzählige schwarze Schatten zum Leben und schwirren vor den zerbrochenen Fenstern umher. Die Toten der Burg sind zu neuem Leben erwacht, als Schatten. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hast du dazu etwas zu sagen? Hoffentlich gibt es beim nächsten Mal dort kein Labyrinth. Das hoffe ich auch. Okay, Nummer 2 ist geschafft. Ich würde sagen, ich mache eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht's weiter mit Traum Nummer 3. Bis gleich.